herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Leben bedeutet auch zu kämpfen. In der Bibel, im Alten Testament, wird uns ein Mann vorgestellt. Er heißt Nehemia. Und er ist eigentlich der Mundschenk des Königs und wird damit beauftragt von Gott, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und er war ein Kämpfer. Als er nämlich damit begann, die Stadttore und die Stadtmauern wieder hochzuziehen, regte sich massiver Widerstand. Die Feinde berieten Intrigen gegen ihn, hatten schon Pläne des Angriffs und versuchten mit miesen psychologischen Tricks ihn und das Volk unter Druck zu setzen. Die Gegenspieler hießen Tobia und Sanballat. Sie demoralisierten Nehemia und das Volk mit sogenannten Fake News. Wir hören uns mal eine davon an, in Nehemia 4, 2 bis 3 aufgeschrieben. Wer sind schon diese schutzlosen Israeliten? Können sie etwa tote Steine zum Leben erwecken? Nein, ein Fuchs kann sogar ihre Mauern einreißen. Letztlich schreckten diese Leute auch vor Todesdrohungen nicht zurück. Und wir merken, das ist so ein Bild für geistlichen Kampf. Da ist der Widersacher, der Feind, wie ein Manipulator. Und es sind so diese typischen Elemente, mit denen er arbeitet. Und wenn du die in deinem Leben gerade feststellst, merkst du, ey, ich stehe hier auch gerade unter so einem Angriff. Nämlich Depressionen, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, Verdammnisgefühle, Minderwertigkeitsgefühle, Versagensängste, Furcht, Entmutigung, Ohnmacht, der starke Impuls aufgeben zu wollen. Hey, alles ganz normal, typisch Teufel, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Erinner dich, wie hat Nehemia reagiert? Ich liebe das. Wir lesen das in Nehemia 4, Vers 14. Da sagt er dem Volk, sobald ihr hört, dass das Horn bläst, lauft dorthin. Unser Gott wird mit uns und für uns kämpfen. Kämpft ihr aber für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Tatsächlich, wir sind zum Kampf aufgerufen, füreinander einzustehen. Und interessant ist, ab diesem Zeitpunkt trugen die Israeliten sowohl ein Werkzeug als auch eine Waffe in der Hand, allezeit zum Kampf bereit. Und der Feind wurde vertrieben, weil er diesen Glaubensmut und diese Kampfbereitschaft wahrnahm. Auch wir befinden uns immer wieder in so Zeiten der Kämpfe. Paulus erklärt das in Epheserbrief im 6. Kapitel, Vers 12 und 13. Er sagt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrscht und in Unsichtbarkeit ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr dann den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Um gegen die Angriffe des Feindes bestehen zu können, müssen wir eine Schutzkleidung tragen. Die Bibel nennt sie eine Waffenrüstung. Denn egal welche Aktivität, welches Handeln du für Gott unternimmst, sei dir sicher, der Feind wird versuchen, dich daran zu hindern. Seine Lügen, seine Einschüchterungen, ihr Lieben, sind am Ende aber immer nur leeres Gerede. Er kann uns gar nicht wirklich schaden. Gott hat uns Macht gegeben, auf jede Schlange, jeden Skorpion, jede Macht des Teufels draufzutreten. Also achte nicht so sehr auf deine Gefühle, denn sie sind Ausdruck unseres Fleisches. Achte vielmehr auf Gottes Wort, denn das ist die Sprache des Geistes. Deshalb proklamier seinen Sieg, proklamier, dass du mit Jesus ein Überwinder bist, dass du Auferstehungskraft in dir hast und lerne mit Lobpreis und mit Freude zu widerstehen. Sei mächtig gesegnet heute in deinem Kampf und sei dir sicher, du bist der Sieger. Vielen Dank, dass Sie unseren Furchtlöscher-Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.